Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin praktizierende Ärztin, Ayurveda-Expertin und ich unterstütze Personen dabei, ganz einfach gesund zu leben. Was ist Ayurveda? Ayurveda ist letztendlich die traditionell indische Medizin, also es ist ein Heilsystem aus dem fernöstlichen Raum, und der Ayurveda ist eine sehr präventiv geprägte, beobachtende Medizin. Das bedeutet, es stammen sehr, sehr viele Therapien aus der Naturheilkunde, es werden viele Kräuter eingesetzt, die Ernährung spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, und es geht letztendlich darum, dass wir unsere individuelle Balance finden können, denn nur wenn wir in unserer Balance sind, sind wir in unserer ganzen Gesundheit. Im Ayurveda wird per se das Wort Immunsystem nicht verwendet, dafür gibt es ein eigenes Wort und das heißt Ojas. Ojas ist ein Sanskrit-Wort, das ist die alte indische Sprache und es bedeutet so viel wie unsere Lebensessenz. Also unser innerster Kern, unsere innerste Vitalität. Warum ist das Thema Immunsystem für uns gerade im Herbst jetzt so wichtig? Das kann man auch wunderbar ayurvedisch erklären. Wenn wir in den Herbst kommen, dann kommen wir im Jahreszyklus in die Vata-Zeit. Vata ist ein Sanskrit-Wort und es bedeutet so viel wie eine sehr dynamische und sehr bewegte Zeit, die eben sehr von der Luft, von der Kühle und von der Trockenheit geprägt ist. Und wenn wir diese ganze Dynamik um uns herum ganz, ganz ausgeprägt haben, dann ist das etwas, was uns sehr durchrütteln kann und was aber auch so unsere Energie, aber auch unsere Abwehrkraft, also unser Ojas, sehr zehren kann oder verbrauchen kann. Und deshalb ist es genau jetzt so wichtig, aus schulmedizinischer wie aus ayurvedischer Sicht, dass wir unser Immunsystem stärken, dass wir wirklich in unsere Substanz und in unsere Kraft kommen, weil von außen, ja, ist da einfach was da, was uns ganz schön durchschüttelt. Um das ganz konkret umzusetzen, müssen wir gar nicht kompliziert werden, sondern das geht ganz einfach. Wenn wir uns die Ernährung anschauen, ist gerade jetzt im Herbst ganz wichtig, dass wir sehr, sehr viele Nährstoffe zu uns nehmen. Die bekommen wir jetzt vor allem, wenn wir viel Wurzelgemüse essen, was jetzt auch Saison hat. Also wenn wir die Kürbisse anschauen oder die Rande oder all diese Produkte, die unter der Erde wachsen, die haben nicht nur wahnsinnig viele Mineralstoffe, sondern erden uns auch, wärmen uns und nähren uns. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das quasi über die Ernährung aufnehmen. Ein weiterer guter Tipp ist, anstatt jetzt kaltes Wasser zu trinken, was viele von uns machen, auf warmes Wasser umzusteigen, dass man das als Hauptdurstlöscher über den Tag einnimmt, denn das sorgt auch dafür, dass unser Magen-Darm-Trakt einfach aus ayurvedischer Sicht besser funktionieren kann und so auch der ganze Stoffwechsel. Tipp Nummer 3 wäre gerade jetzt, wenn es so hektisch und trubelig wird. Der Herbst ist ja dafür bekannt, dass wir alle nochmal in eine gewisse Schnelligkeit kommen und dem Stress quasi unterliegen, dass man hier wirklich in Gang zurückschaltet, schaut, dass man zwischendurch vielleicht sich mal eine Yogastunde gönnt, eine Massage macht. Und was man hier zu Hause für sich selber gut machen kann, sind nährende Ölmassagen. Hierfür kann man ganz einfach ein Sesamöl nehmen, es zu Hause leicht erwärmen und abends den Körper einmassieren und danach unter der Dusche einfach kurz warm abduschen, und dann hat man den Körper auch von außen nochmal wunderbar versorgt. Natürlich gibt es auch einige No-Gos, also alles, was uns nicht gut tut, sorgt auch dafür, dass die Ojas-Produktion unterm Strich nicht so hochwertig ist, wie wir das für uns brauchen und wie es natürlich auch unsere Abwehrkraft benötigen würde. Die absoluten No-Gos, die man hier nennen kann, ist der Killer Nummer 1, Stress. Ja, wenn wir sehr unter Stress stehen, unter einer hohen Anspannung, dann braucht das natürlich sehr, sehr viel Energie, und diese Energie ist dann nicht mehr da, um Ojas zu bilden. Das zweite ist die Ernährung. Wenn wir uns von sehr viel Fastfood ernähren, sehr viel Zucker, sehr viel Fett zu uns nehmen, dann können wir natürlich daraus aus den verschiedenen Umbauprozessen auch kein hochwertiges Ojas produzieren. Natürlich, wenn wir uns sehr wenig bewegen, ist das auch etwas, was damit reinspielt. Und wenn wir im Winter einfach nicht genügend frische Luft haben und auch das wenige Sonnenlicht, was wir halt hier in unserem Breitengraden haben, wenn wir da auch nicht genügend bekommen, dann sorgt das alles dafür, dass wir uns nicht gut fühlen und letztendlich unser wichtiges Ojas nicht gut gebildet werden kann.